Max, Max, can you hear me? Please say something. Chloe, I must have passed out. Oh, thank God. Don't you ever do that again, okay? I swear. But that nightmare was so real. It was so horrible. Max, this is the only way. I feel like I took the shot 1,000 years ago. You could use that photo to change everything right back to when you took that picture. All that would take is for me to... Fuck that. No. No way. You are my number one priority now. You are all that matters to me. I know. You proved that over and over again. Even though I don't deserve it. I'm so selfish. Not like my mom. Look what she had to give up and live through. And she did. She deserves so much more than to be killed by a storm in a fucking diner. Even my stepfather deserves her alive. There's so many more people in Arcadia Bay who should live. Way more than me. Don't say that. I won't trade you. You're not trading me. Maybe you've just been delaying my real destiny. Look at how many times I've almost died or actually died around you. Look at what's happened in Arcadia Bay ever since you first saved me. I know I've been selfish, but for once, I think I should accept my fate. Our fate, Chloe. Max, you finally came back to me this week, and you did nothing but show me your love and friendship. You made me smile and laugh like I haven't done in years. Wherever I end up after this, in whatever reality, all those moments between us were real. And they'll always be ours. No matter what you choose, I know you'll make the right decision. Chloe, I can't make this choice. No, Max. You're the only one who can. Das ist unsere letzte Entscheidung. Alles begann damit, ja, dass wir Chloe gerettet haben, als wir sie von Nathan gerettet haben. Damit haben wir damals komplett in dieses Schicksal eingegriffen und haben Chloe ihrem wahren Schicksal entrissen. Und jetzt, damit wir gesamt Arcadia Bay retten, müssen wir unsere beste Freundin opfern. Oder wir opfern ganz Arcadia Bay, um unsere beste Freundin zu retten. Oh Gott, ey, das ist so fucking unfair. Warum muss dieses Spiel auch so gemein sein? Warum hat es uns am Ende nochmal all die schönen Sachen, die wir mit Chloe erlebt haben, gezeigt, damit wir jetzt ein schlechtes Gewissen haben? Also, es ist so fucking unfair. Wirklich.
erst noch die ganzen Leute aus Arcadia Bay gezeigt. Lass uns bitte nicht sterben. Und jetzt die ganzen schönen Sachen mit Chloe. Es ist so fucking unfair. Sorry, wenn ich gerade heule wie ein Schlosshund, aber es ist gerade, das geht mir so fucking nah. Ich liebe dieses Spiel dafür, dass es einen wirklich abholt und... Oh, wir können nicht anders. Tut mir leid. Es tut mir so fucking leid, Chloe. Max, it's time. Chloe, I'm so, so sorry. I don't want to do this. I know, Max. But we have to. We have to save everybody, okay? And you'll make those fuckers pay for what they did to Rachel. Yeah. That's okay. Being together this week, it was the best farewell gift I could have hoped for. You're my hero, Max. Oh, Chloe! I'm gonna miss you so much! It's gonna be so big. I'll always love you. Now get out of here, please! Do it before I freak. And Max Caulfield, don't you forget about me. Never. Niemals. Mein letztes. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to three. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. You don't know who the fuck I am, or who you're messing around with! Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do! I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs! Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Leb wohl, Chloe. Leb wohl. Konnte Jefferson auch hinter Gitter gebracht werden.
Es ist kein Sturm in Acadia Bay.
Es gibt wenig Spiele, die, ich muss gerade auch ein bisschen mich selber gerade wieder sammeln, sorry. Die mich so abholen, dass ich am Ende des Spiels tatsächlich weine. Life is Strange ist eins davon, das mich halt so persönlich auch abholt, dass das passiert. Es war, glaube ich, die richtige Entscheidung, das zu tun. Dass man Chloe opfert, damit ganz Acadia Bay überlebt. Die Leute in dieser Stadt sind gute Leute. Manche mehr, manche weniger. Aber sie haben es nicht verdient, aufgrund einer, ich sag mal, Möglichkeit einer jungen Frau, die die Zeit zurückspulen kann, zu sterben. Weil diese junge Frau ihre beste Freundin retten möchte, auch wenn es möglich gewesen wäre, aber es wäre sehr, sehr egoistisch gewesen. Dass man eine gesamte Stadt auslöscht, um einen einzigen Menschen zu retten. Ich finde, Life is Strange mit seinen Konsequenzen so berührend und auch so unglaublich schön gemacht. Ich hasse mich manchmal selber dafür, dass ich so nah am Wasser gebaut bin. Ich musste mich vorhin sogar etwas muten, um meine Tränen zu trocknen und auch ein bisschen runterzukommen. Weil es mir so sehr ans Herz geht. Ich finde, ja, ich wusste, dass ich heulen werde. Ich wusste, dass ich so emotional bin. Und trotzdem habe ich dieses Spiel gespielt und auch mir gekauft. Gerade aus diesem Grund auch. Oh, verdammt, ey. Jetzt haben wir noch Before the Storm vor uns. In der wir quasi die Geschichte von Chloe miterleben. Nachdem ihr Vater gestorben ist und auch Max ausgezogen ist aus Acadia Bay. Ich bin gespannt, wie das ist. Ich habe das ja auch schon gesehen. Aber damals bei Gronkh. Ich habe nur nicht zu zu diesem Spiel noch nicht mal so gute Erinnerungen als jetzt zu Life is Strange. An diesen Teil hier kann ich mich sogar recht gut erinnern, nur am Ende hin hat es halt etwas gehapert. Ich konnte mich echt nicht mehr an einige Sachen halt erinnern, wie immer wieder durch diesen Flur vom Mädchenwohnheim zu laufen. Aber es war ein echt schöner Abschluss, sag ich mal, würde ich jetzt meinen. Boah, ich komme jetzt wirklich echt so langsam runter und ich bin echt froh, dass es jetzt... Also ich bin, ehrlich gesagt, ich bin froh, dass das Spiel jetzt vorbei ist. Und jetzt lasse ich ja noch, wie gesagt, den Abspann einmal durchlaufen. Wir gucken uns auch nochmal die ganzen Entscheidungen anderer Leute an. Wie ist da mit dem
also wie wir entschieden haben, wie die anderen entschieden haben, wie das im Verhältnis ist. Ich bin echt gespannt. Oh Gott, ey. Puh. Langsam komme ich runter. Ja, Before the Storm wird, denke ich mal, im Anschluss hiernach dann losgehen. Ich gehe mal davon aus. Also wo ich jetzt gerade dieses Spiel spiele, also ja, ich denke, ich werde es gleich im Anschluss dann, also quasi nicht gleich sofort im Anschluss, sondern halt natürlich wie alle anderen meine Videos immer im Wechsel auch veröffentlichen, quasi mit The Witcher natürlich im Wechsel. Und ich bin mal gespannt, wie wir das spielen. Habt ihr das gerade eben gerade gesehen? Da war alles auf, war auch alles rückwärts geschrieben. Das ist mir gerade aufgefallen, als hier das durchgegangen ist. Oh, ich versuche gerade abzulenken. Oh Gott, ey. Ich meine, wie wäre das denn passiert, wenn wir jetzt wirklich Acadia Bay geopfert hätten, damit wir Chloe hätten retten können? Aber es hätte ja nichts gebracht, wir hätten eine gesamte Stadt ausgelöscht. Ich weiß, dass es einen Comic von Life is Strange gibt, in der diese Variante gezeichnet wurde. Also, dass wir gesamtes Acadia Bay opfern und Chloe und Max durch Amerika reisen. Also so habe ich das. Ich habe das nur kurz überflogen. Ich habe ihn mir noch nicht gekauft. Ich habe ihn mir nicht gekauft. Noch nicht, eventuell. Wo es halt über mit dieser Variante halt geht. Oh Gott. Ich fand die Idee recht gut. Aber ich glaube, dass das die beste Variante ist. Zum einen, Nathan wurde zur Rechenschaft gezogen. Natürlich, Jefferson natürlich auch. Die beiden haben es verdient. Die beiden haben es so verdient, dass sie für ihre Strafen zur Rechenschaft gezogen werden und sie nicht einfach sterben lassen. Das ist zu einfach. Auch wenn es in einem Sturm ist. Wobei Jefferson ja natürlich durch die Kugel von David gestorben ist, in dieser Variante damals. Wir haben ja durch das Zurückspulen, durch das letzte Foto, haben wir ja auch Jefferson wieder lebendig gemacht. Und damit konnte er natürlich auch eher seiner wirklichen Strafe nicht entkommen. Und das finde ich in Ordnung, das finde ich auch gut so. Oh. Gott, ey. Das ist ein ganz schön langer Abspann. Montreal, okay. Square Enix. Und Don't Nut, die hier einfach mal ein richtig schönes Spiel rausgehauen haben. Wenn ihr es noch nicht gespielt habt, holt es euch, ganz ehrlich. Es ist... Die Entscheidungen, die man hier treffen kann, sind einfach, ja, es ist von Anfang bis zum Ende konsequent. Es ist wirklich alles konsequent und ich bin froh, dass wir teilweise diese Entscheidungen getroffen haben, die wir getroffen haben. Wir haben Kate gerettet. Ich fand es auch richtig, dass wir David erzählt haben, dass Chloe tot ist. Dass Jefferson sie ermordet hat. Weil
auch wenn einige sagen, wir hätten ihn anlügen müssen, aber ich fand es nicht richtig, weil er dann nämlich wieder mit der Schiene kam, ja, sie ist irgendwo und hat sich abgeschossen. Fand ich nicht in Ordnung. Darum fand ich diese Entscheidung einfach viel, viel, viel besser. Und auch, ich meine, ja, selbst Frank hat sich ja auch verändert. Erst war er so ein richtiger Arsch, hat uns die Knarre weggenommen. Wir waren aber zu ihm immer, also die ganze Zeit dann ehrlich und er hat uns vertraut. Er hat uns so weit vertraut, dass wir ihm indirekt auch helfen konnten, dass er Gewissheit hat, dass Rachel tot ist. Auch wenn wir es ihm nochmal erzählen mussten. Oh Gott. Ich bin nur ein bisschen traurig, dass ich diese ganzen Fotos jetzt nicht geschafft habe. Ich hätte nicht gedacht, also nicht gewusst, wo ich die alle hätte machen müssen. Ich habe so keine Ahnung. Weil das... Nee, ich hätte es nicht gewusst. Vielleicht muss ich mir noch mal so eine Art Walkthrough oder so anschauen, damit ich alle Fotos bekomme. Mir fehlen ja auch noch die von der vierten Episode. Die fehlen mir auch noch. Die muss ich auch noch nachholen. Ich glaube, ich habe die aus der dritten, habe ich glaube ich so weit bekommen. Ich denke schon. Bin mir aber gerade auch nicht so 100% sicher, aber ich denke schon. Ich überlege, nee, ich werde keinen zweiten Durchlauf machen. Ich mache keinen zweiten Durchlauf mit anderen Entscheidungen, dass wir Kate jetzt sterben lassen, dass wir, Werde ich nicht machen. Die Entscheidungen, die wir getroffen haben, sind fix. Die sind jetzt entschieden. Und damit muss ich jetzt quasi leben. Auch wenn es nur ein Spiel ist. Aber ich fand es toll. Ich fand das Spiel großartig. Aber Leute, ich glaube, ich werde mal jetzt diesen Abspann mal überspringen und dann schauen wir uns jetzt noch am Ende einmal die Entscheidungen an. Tatsächlich. Nur 42% haben sich dazu entschieden, Chloe zu opfern. Die anderen haben echt Acadia Bay geopfert. Okay. Wow, das ist mal ein krasser Schnitt. Aha. Wir hätten es also auch schaffen können, dass David keine Narbe aus dem Kampf davon trägt. Okay, das hätte ich jetzt, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber okay. Da ist es wirklich 50-50. David hat hat Jefferson getötet. Das ist wirklich fast 50-50. Krass. 74% haben den Trucker gerettet. Schön. 67% haben Evan gerettet. Und Alyssa auch. Okay, schön. Den Fischer. Wir haben also quasi alle, die wir hätten retten können, haben wir auch tatsächlich gerettet. Wow, cool. Und ich bin überrascht, dass nur so wenige Joyce geholfen haben, wieder an David zu glauben. Wow. Und es war auch wirklich, wirklich richtig, dass wir Frank die Wahrheit über Rachel gesagt haben. Finde ich wirklich so in Ordnung. Und tatsächlich, das war jetzt wirklich spannend. Also das fand ich spannend.
dass 53% tatsächlich Warren geküsst haben. Finde ich süß. Finde ich wirklich süß. Okay. Ich glaube, keiner meiner Freunde hat Life is Strange gespielt. Nein. Ist ja auch völlig in Ordnung. So. Achso, und das war hier ja, das war hier ja dann die erste Episode gewesen. Oh Gott. Ja, Entscheidungen. Ja, da waren wir ja. Es gab tatsächlich also nur eine einzige wirklich krasse Entscheidung von Polarized. Die allerletzte Entscheidung. Okay. Ja, damit sind wir quasi am Ende des Spiels angelangt. Und ich danke jedem Einzelnen, der mir zugeschaut hat. Vielleicht hab ich euch auch nochmal dazu gebracht, vielleicht auch das Spiel zu spielen. Oder ihr habt es geschaut. Oder ihr habt es gespielt und wolltet schauen, wie andere spielen. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Life is Strange wieder. Diesmal dann in Form von Chloe. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.